herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild natürlich. Und wir sind immer noch auf der Suche nach den Fußsporen. In der letzten Folge haben wir das Event aktiviert. Und zwar suchen wir momentan Spuren für Viridium. Und das sind hier. Wir sind mittlerweile bei 34%. Also wir haben 17 von 50 raus. Ein Drittel jetzt etwas, mehr als ein Drittel. Und ja, eigentlich sind die relativ einfach zu finden. Wir müssen ja eigentlich nur den leuchtenden Spuren folgen. Eigentlich. Aber wie gesagt, was heißt hier eigentlich? Na gut, wir versuchen herauszufinden, ob es irgendwie sich hier bald mal auftaucht. Und ob wir es heute hinbekommen, weiß ich noch nicht. Ich versuche es frühestens in der nächsten Folge reinzukriegen. Das ist mein Ziel, aber naja, schauen wir einfach mal. So, hier läuft ein Tromborg. Es ist hier hochgelaufen. Weil ich sehe jetzt gerade auf spontan gar keine Spur mehr. Aber wir gucken uns trotzdem um. Wir haben Anja hier noch nicht. Zumindest nicht in dieser Mission. Sondern bisher nur auf der Suche nach den legendären Pokémon wie Arktos. Deswegen gucke ich mich auch hier hinten mal nochmal um, weil da kann mir auch alles noch irgendwie auftauchen. Wir finden eine riesige Kanne. Ja, wir finden hier immer wieder XP-Bonbons. Hier zum Beispiel wieder eins mit L. Oder eins der Größe L. Sorry, dass ich jetzt gerade auch die Pokémon komplett ignoriere, die hier so rumrennen. Wie zum Beispiel dieses Sneebel hier. Aber das Sneebel hat keine Lust, sich ignorieren zu lassen, sondern möchte gerne. Möchte gerne natürlich mit uns spielen. Aber dafür bin ich jetzt gerade nicht zu haben. Mit haben, wie gesagt, wir wollen keine Pokémon jetzt gerade fangen. Zumindest die nächsten Folgen. Keine. Einfach solche Normal-Pokémon halt fangen. Sondern wir gucken uns hier ein bisschen weiter um. Weil wer weiß. Vielleicht taucht hier irgendwas auf. So, ich gucke hier noch ein bisschen um, weil hier sind auch noch immer mal wieder irgendwas. Wobei ich glaube, dass wir Pokémon. Ja, weiß gar nicht, weil nur. Ob wir hier nur Viridium finden. Erstmal und dann den Rest irgendwann finden. Ne, hier scheint aber echt nichts zu sein, ne? Ne, die scheint gerade. An Fußspuren gerade nichts weiter zu sein. Oder doch, das wirklich. Das ist jetzt gerade nicht im Schneefall, sondern wirklich nur in den normalen Pfad. In irgendwelche Höhlen rein. Na gut, dann gehen wir mal weiter da runter. So, Sprühdose Superschutz. Ich brauche gerade echt keine. Wenn mich ein bisschen nervt, sind die ganzen wilden Pokémon. So, von da kamen wir her. Ich möchte gerade nicht fangen, tut mir leid. Ist mir gerade egal. So, ich wollte gerade nicht angeln gehen. Hier haben wir noch was vergessen. Und zwar ist das die Tippi 53 Nahkampf. Gar keine so schlechte Attacke eigentlich. Aber wie gesagt, es kann immer mal wieder passieren. Ich habe mich hier noch nicht zu 100% genau umgeguckt, sondern immer mal wieder nur auf Suche nach wilden Pokémon. Beziehungsweise eigentlich ja fast nur auf der Suche nach Arktos, Lavados, Zapdos, die wir nach einigen Folgen mittlerweile gefangen haben. Wir haben sie alle drei.
Und wir machen uns weiter jetzt auf die Suche nach dem guten Viridium. So, ich müsste jetzt wieder mal einige weitere Fußspuren finden, damit ich überhaupt mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt habe, ob ich überhaupt richtig bin. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wieder auf dem richtigen Wege bin. Ist ein alter, der alte Friedhof. So, hier auf jeden Fall gibt es wieder neue Spuren. 40%. Ich weiß, was hier habe ich gerade welche noch gesehen. 42. So, gucken wir mal weiter. Wie wir ein bisschen durchkommen. Also, wir haben fast die Hälfte. So, dieses Nidoran nervt mich gerade. Ich muss jetzt echt hier. Bisschen aufpassen. So. Wie gesagt, ich bin. Ja, eigentlich haben wir zwar durch mit der Story. So. Haben wir noch irgendwo gerade so ein bisschen. Warte mal, wir haben doch bestimmt irgendwo Top-Schütze. Top-Schütze. Schütze, Schutz, Schütze, Schutz, ja. Ja, wie ihr seht, habe ich zweimal Zentag mit dem Team dabei. Liegt daran, wie gesagt, dass ich die Story. Offiziell durch habe. Ne, Schützer. Schutzbrille. Warte mal, Schützer ist was anderes, ne? Nee, brauchen wir nicht. Schutzbrille. Ich habe so viel. So viele Dinger. Schutz. Ich habe ja schon einen Topschutz oder nicht. Ich keine Topschutz mehr dabei. Super Schutz habe ich schon gesehen. Schutzband. So, dann nehmen wir mal das lieber. Gehen wir lieber nochmal Schutzband, weil mich nervt es jetzt gerade so ein bisschen, dass ich tatsächlich immer wieder Pokémon aufgetaucht habe. So. Gut. Ich muss nämlich hier weiter auf Spurensuche gehen, liebe Leute. Hier oben geht es nämlich weiter. 44. Die Hälfte gleich. Komm. Uns fehlen jetzt noch 3, dann hätten wir die Hälfte der Spuren. Warte mal, sind wir hier hoch? Sind wir nicht hier gerade hergekommen? Ich glaube, hier sind wir gerade hergekommen, ne? Oh, hier liegt auf jeden Fall noch ein Item. Ein Stromisierer. Ich glaube, die sind dazu da, um Electek zu Voltek zu entwickeln. Hier sind weitere Spuren. 46%. Noch zwei, dann haben wir ja Halbzeit. Dann haben wir Halbzeit. Aber dann ist es gut zu wissen, dass wir die öfters mal hier auch am Wegesrand finden. Lass mich bitte jetzt gerade mal ganz kurz hier oben noch zu Ende gucken, weil hier sind nämlich nur mal welche, nämlich 48%. Und wenn wir Glück haben, haben wir hier nochmal welche liegen, dann haben wir nämlich 50 voll. Aber. Ja, da sind sie. 50%, Halbzeit. Ja? Zwischendurch lohnt sich das auch mal so ein bisschen, genau mit offenen Augen oder offeneren Augen durch die Welt zu gehen. Und das haben wir jetzt gerade getan. Dementsprechend doch mal welche gefunden. Hier liegen nur welche 52. So, hier sind noch welche 54. Gib ihm. Hier sind noch welche 56. Jetzt kriegen wir sie gerade alle nach und nach. Aber wir haben jetzt 3 Stück in kurzem Moment gefunden. Hier sind noch welche 58. Jetzt haben wir 30 gleich. Von 50.
So. Ich muss mal gerade so ein bisschen selber gucken, ob wir nicht irgendwo was übersehen haben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich auf der festen Route aufgetaucht tauchen oder wirklich random irgendwo in die Welt gestreut werden. Das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, bei den Diktars war das nämlich so, dass die... Ja? 60? Jawohl. Da sind noch welche. 62? 64? Dass sie, glaube ich, einen festen Punkt hatten, wo sie alle waren. So, Sekunde. Ich check grad nochmal durch. 66, also wir sind jetzt bei 33. Uns fehlen nochmal doch 17 Spuren. Für Viridium. Noch 16. Oh, ich bin aufgeregt. Viridium haben wir. Finde ich ja mal ganz cool auf jeden Fall. Ich habe das in Pokémon Schwert und. Ja, kein Pokémon Schwert natürlich nicht. Schwarz und Weiß. Gerne mit dabei gehabt, weil es halt ein relativ cooles Pokémon ist. So, jetzt gucken wir mal auf den Friedhof. Ich glaube, Friedhof haben wir uns noch nicht umgeguckt. Sobald ich das jetzt richtig im Schirm habe. Wir haben uns nur außen vorbei mal bewegt, aber kloppt noch nicht drauf. Da sind noch mal welche. Ist doch drei. Noch 15. Noch 14 jetzt. Ja, es ist sehr sinnvoll, manchmal durch die an den Fels vorbeizugehen, weil da scheint es wohl irgendwie öfters mal lang gegangen zu sein. Hier sind noch welche. 13. Ja, ist richtig. Kraftwurzel mitnehmen. Noch 24%. Noch 22, also sprich noch 11. Noch 10. Noch 9. Ja, ich hoffe, wir kriegen sogar heute noch hin. Noch 8. Noch 7. Hier sind noch mehr, ne? Eisenkern, ja. Noch 6. Ich suche jetzt erstmal die Viridium-Spuren. Würde ich jetzt sagen. Hier sind noch welche. 5. Noch 4. Sind die hier lang gelaufen oder was? Noch 3. Noch 2. Also das Ganze hier noch nie. Ich muss nur gerade gucken, wo die anderen beiden Spuren sind. Kurz hier oben nochmal nachgucken, kann ja auch sein.
Hier hinter noch eine. Ich glaube, denke ich mal, wenn eins hier irgendwo noch ist, dann vermute ich, dass ich auch noch verschwinde. Aber wir brauchen jetzt auch eine Spur. Dann haben wir Viridium. Die Frage ist, wo ist denn das? Das ist bestimmt hier in irgendeiner Ecke oder so. Ich hasse das, wenn ich jetzt noch etwas suchen muss. Ah, leck mich doch, wenn ich hier bin. Come on, wo ist diese scheiß Spur? Ich brauche noch eine scheiß Spur. Ich weiß, dass hier noch mehr sind. Aber wir brauchen eine Viridifu. Hier ist es. So, dann haben wir das Wiesen-Pokémon. So, dann habt ihr auf Freestay. Gut zu wissen, dass wir am alten Friedhof einfach nur landen müssen. Bett des Giganten. Aber jetzt erstmal machen wir uns auf Freestyle auf. Weil wir müssen zu Sania. Und dann werden wir heute noch versuchen, Viridium zu fangen. Die ist beim Bürgermeister, glaube ich, zu Gast. Ja, dann haben wir gute 2 Folgen gebraucht, um uns Viridium zu stellen. Also den Spuren zu folgen. Nee, wo sind die jetzt sogar? Wo sind die jetzt hingelaufen? Ich weiß, dass die in irgendeinem Haus ist. Du bist da, bist du nicht. Wo ist denn unsere Frau Professorin? Kriege ich sie nicht irgendwie zu sehen? So. Wo ist denn die hingerannt, ey? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht sehe. Dass ich jetzt zum Bibel nicht zu finden. Da ist sie. Gut, ich würde nicht sagen, wir machen doch jetzt noch Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann spielen wir uns Viridium auf.